What's up, moin Leute, Van Ori am Start und herzlich willkommen zu World of Tanks, einer weiteren kleinen selbstgezockt Runde. Diesmal bin ich unterwegs im GW Tiger auf der Map Polargebiet. Arti, ja, jeder hasst sie und deswegen mache ich ein Replay-Video daraus. Huhuhu, hasst mich alle. Scheißegal. Kommt am Mittwoch übrigens auch nochmal ein kleines Arti-Replay im Doppelpack mit rein. Freut euch schon mal drauf. Da könnt ihr dann auch nochmal einen Daumen nach unten lassen. Für die lieben Arti-Hasser unter euch. So, was mache ich hier auf der Map Polargebiet? Ja, erstmal ziehe ich nach oben in der Hoffnung, dass ich irgendwie Medium-Tank erwische, weil das kann man durchaus schon mal machen. Hier so ein T54E1, das wäre doch was ganz Leckeres. Stufe 9, Medium-Panzer. Ja, er muss dann ein Stückchen weiter hochkommen. Er ist nicht mehr gespottet und deswegen schieße ich einfach mal. Treffe natürlich leider nicht. Leider. Dafür allerdings bemerke ich, dass unten in der Heavy-Ecke einiges abgeht. Und zwar einiges zum Schlechten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da unten ist das gegnerische Team nämlich wesentlich stärker vertreten als unser eins. Deswegen ich mich hier hinter diesem Felsen parke. Wenn ich gerade noch am Nachladen bin, wollte ich nochmal ganz kurz zeigen hier. Felsen, übelst geile Position, nur so als Info, um da hinten rüber zu schießen. Hier kann man immer schön in Deckung gehen. Und jetzt versuchen wir erstmal dem T110E5 und der IS-7 eins auf den Deckel zu geben. Was natürlich nicht funktioniert, weil Artillerie halt, ne? Kann man eben nicht anders sagen. So, ich stelle mich hier noch ein bisschen was näher an den Felsen ran. Das gibt mir noch ein bisschen was extra Deckung. Man sieht es schon, ein kleiner Busch vor mir. Und der Felsen ist gerade groß genug, dass ich genau dahinter passe. Wie für mich gemacht. Im Norden sieht es eigentlich ganz gemütlich aus momentan. Unser Bedshed und ein Leopard 1 tingeln da auf G1 rum und gucken, ob vielleicht irgendwas runterkommt. Wir haben noch einen Amix 50-120 hier, der ein bisschen was am Hügel da aufpasst. Allerdings auch auf die Heavy-Linie erstmal runterzielt, während die Mediums sich bei den Gegnern ein wenig Zeit lassen. Hätten die wesentlich schneller rumgedrückt, wäre das Ganze vielleicht etwas anders ausgegangen. Etwas über 900 Schaden. Hätte sogar an die 1000 rangehen können. Schön auf den FV 215B. Eine mitgegeben. Der fühlt sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so clever wie vorher. Und im Chat passiert mal wieder das, was in jedem Chat eigentlich passiert. Sinnloses Gerage. Nun gut, der eine T110E5 da, der hat anscheinend keine Lust mehr. Wir zielen allerdings erstmal auf die IS-7, gucken, ob wir da eventuell einen Schuss draufsetzen können. Ich habe diesen Arti-Mod nicht drauf, wo man die seitliche Ansicht kriegt. Ich spiele komplett Vanilla. Dadurch ist das Zielen etwas schwieriger, aber dafür ist es auch wesentlich geiler, so einen Treffer hinzukriegen. Etwas über 600 Schaden auf die IS-7 da drauf gemacht. Die hat eine richtig gute frontale Panzerung, weswegen die HE-Kugeln vielleicht nicht das Idealste sind, aber durchaus geeignet, um die IS-7 Stück für Stück ein wenig kleiner werden zu lassen. Oben taucht schon der erste E100 auf von den Gegnern, der sich da rumwagt, um auf unsere Leute da zu wirken. T30 kommt auch noch rum, der zweite E100. Da oben ist auch der T110E5, den wir beim ersten Schuss, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, nicht getroffen haben. Wir versuchen aber erstmal die FV rauszukriegen, die allerdings beschossen wird, rausgenommen wird. Und ich denke mir so, R100, nee, lieber nicht. Schießen wir mal da auf die IS-7 und gucken mal, was passiert. Ja, schöne 900 Schaden, etwas über 700 auf die IS-7 und nochmal 200 auf den R100. Also ein wunderbarer Treffer da. Das bisschen Splash-Damage da in den Hintern vom R100 rein. Der Arme stand da nur und wollte ein bisschen was sidescrapen vielleicht und vielleicht noch einen Schuss absetzen. Kriegt dann erstmal ein bisschen Schaden von uns. Allerdings gehen mir die beiden da unten dann doch etwas eher auf den Keks, während unsere Medium-Flanke natürlich wunderbar verteidigen. Die gehen da aggressiv drauf. Die Badshed hat am Anfang auch schon das Objekt rausgenommen, falls es einer mitbekommen hat. Und jetzt gerade gehen sie auf den STB1 drauf, der sich wahrscheinlich nicht mehr allzu clever fühlt. Wir schießen munter auf die Gegner drauf, leider nicht getroffen, da fiel der Schuss etwas kurz, aber immerhin noch 200 Schaden auf den T110E5 drauf, der jetzt im One-Shot-Bereich ist, allerdings wahrscheinlich von keinem anderen als von mir momentan irgendwie beschossen wird, beziehungsweise rausgenommen wird. Auch unser T110E5 hat gerade mitgekriegt, dass da unten noch eine IS-7 steht. Schade kann ich ja nur sagen, dass er sein Leben da so gewastet hat. Das war nun wirklich nicht
nötig. Und IS-7 steht hier natürlich wunderbar da in dieser kleinen Lücke drin. Ich versuche einen Schuss etwas weiter hinten anzusetzen. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Ziehe hier auf die IS-7. Die bleibt stabil. Und kassiert nochmal eine wunderbare 840er Schelle. So muss das sein. Die campen da quasi wirklich die ganze Zeit rum. Das ist nicht mal mehr taktisches Warten, weil unsere Leute sind bereits da. Und die Gegner hatten mehr als eine Möglichkeit rumzupushen. Natürlich hätten sie durchaus viel Schaden gefressen. Allerdings wären der Medium und der Heavy Push von vom Süden her und der Medium Push halt vom Norden her relativ synchron abgelaufen wären, hätte das Ganze schon sehr, sehr böse ausgehen können. Ich gucke natürlich jetzt hier erstmal runter und versuche da eventuell noch einen Schuss auf die IS-7 oder den T-110E5 drauf zu kriegen. Die scheinen allerdings gerade nicht unbedingt die Lust zu haben, sich zu zeigen. Da ist die IS-7 und Goodnight, Sweetheart. Sieht aber so aus, als hätte sie eventuell sogar noch einen Schuss rausgebracht. Das kann ich allerdings nicht ganz bestätigen. T-110E5 kommt gerade noch hoch. Da kann ich jetzt allerdings leider gerade nicht unbedingt etwas gegen machen. Der hat noch seine 204 Leben und erfreut sich in munterer Gesundheit. So gesund man eben sein kann auf den paar Hitpoints, die er da eben noch hat. Wo genau er dahin ist, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde ihn liebend gerne raushaben, um meinen Heavys quasi die Möglichkeit zu geben, rumzupushen auf den gegnerischen T-110E5, der noch oberhalb steht. Währenddessen tingeln unsere Mediums, die es geschafft haben, die gegnerischen Mediums flockig aufzureiben. Einfach mal eben so in die Basis bei denen rein. Eine wunderbare Gelegenheit, sich immer wieder schön die Karte anzugucken und taktische Entscheidungen zu machen, wenn man in der Arti gerade nachlädt. Natürlich könnte ich jetzt nach oben zielen, aber ich weiß ganz genau, der T-22 Medium, der wird da hinter dem Hügel stehen, auf den werde ich nicht draufkommen. Stattdessen Swing, nochmal schöne 960 Schaden ungefähr auf den E-100, der damit im One-Shot-Bereich gelandet ist. Allerdings anscheinend nicht für den AMX 50-120, beziehungsweise den TVP 50-51, der noch einen Schuss draufgesetzt hat. Aber die E-7 macht's. Und damit ist da unten an der Ecke nur noch eine E-7 und ein T-110E5 und beide haben anscheinend ihre Lektion so ein bisschen zumindest gelernt. Zweiter T-110E5 scheint oben noch zu sein. Und da ist der andere auch. Den würde ich am liebsten als allererstes beschießen, damit er nämlich weg ist. Allerdings komme ich da nicht rum, weil meine Einzielwinkel nicht gut genug ist. Stattdessen schießen wir auf die E7, schaffen es noch einmal und nehmen ihr da schöne 700 Schaden weg. Lebenspunkte. Außerhalb der Reichweite, ich kann meine Aufmerksamkeit schön nach oben richten. Mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ich denke mal, die IS-7 und der TVP, die werden da unten die beiden Heavys schon irgendwie regeln können. Allerdings, da auf den E-100 komme ich jetzt nicht unbedingt drauf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Stein, der mir die ganze Zeit so gute Dienste geleistet hat und der mir guten Schutz geleistet hat, ist jetzt mein ärgster Feind, weil ich eben nicht durch ihn hindurchschießen kann. T22 Med, da komme ich leider nicht drauf, auch wenn ich dem 10er Medium Panzer gerne eine mitgeben würde, aber ein wunderbarer Schuss auf den E-100. Alles, was ich nur noch machen muss, ist einzielen und hoffen, dass er irgendwie stehen bleibt, aber das tut er nicht. Ich ziele ein bisschen vor und nein, den haben wir auf jeden Fall nicht getroffen. Vielleicht ein bisschen Splash Damage gemacht, aber man weiß es nicht. Auf die beiden hier unten komme ich nun wirklich nicht drauf, das müssen die da alleine regeln. Da habe ich keinen Schusswinkel und wie es aussieht, haben wir dem E-100 vielleicht vielleicht die Lackierung ein wenig angekratzt, aber ansonsten auch nicht mehr. Wir müssen noch ungefähr für die Hälfte nachladen. Da oben ist der T-30, den wir vorher ganz unten auf der Heavy-Seite gesehen hatten. Der hat seinen kompletten Weg nach oben durch die Basis auf die Medium-Seite gemacht. Dem würde ich natürlich jetzt liebend gerne einen verplästern, um ihn da rauszunehmen. 1200 Schaden kann ich ihm machen, wenn er weit genug zurückfährt. Nein. Also er wäre wahrscheinlich schon weit genug zurückgefahren. Allerdings flog der Schuss ein bisschen weit und damit war es das dann eigentlich auch schon. Für mich gibt es nicht mehr allzu viel zu tun. Dem R100 könnte ich eventuell noch einen drücken, vielleicht auch noch dem T30, man weiß es nicht. Aber im Endeffekt war es das eigentlich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Schaden, Schaden und noch ein bisschen mehr Schaden. Und zwar einzig und allein daraus resultierend, dass die Gegner es nicht geschafft haben, unten um den Hügel rumzudrücken und brav immer da gesessen haben, bereit, eine weitere Schelle von mir zu empfangen, als ja, hätten sie es irgendwie gewollt. Schuss raus, nochmal 400 Splash
Und Jagdpanzer E100 erledigt den Job. T22 Med ist jetzt noch übrig. Der könnte natürlich flockig mittlerweile über die Mediumlinie oben so ein bisschen drüber getingelt sein. Hat auch den T34-2 da anscheinend getötet, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass er immer noch oben in der Ecke ist. Aber ich möchte natürlich kein Risiko eingehen mit den letzten beiden Kugeln, die ich habe. Und hier irgendwelche Fehler machen. Nein, das war's. Wir haben es hingekriegt. Und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, wir haben es überlebt. In einer Artillerie, die so groß ist wie, keine Ahnung, zwei Schulbusse und ein PKW. Irgendwie sowas. Schauen wir uns einfach mal an, was das am Ende noch gegeben hat. Womit ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gerechnet habe, war das Panzerass. Aber mit der Gorse-Medaille habe ich da mal überhaupt nicht gerechnet. 10-mal mehr Schaden machen, als man selbst Lebenspunkte hat. Das war eine sehr, sehr angenehme Überraschung für mich. Ich habe 6.112 Schaden gemacht. Ganz knapp hinter der Badger, die mit 6.218 Schaden das Feld anführt. Und auf dem dritten Platz gelandet bin ich von den Erfahrungspunkten her mit glatten 1.200 Erfahrungspünktchen. 13 Schüsse haben wir abgegeben, 7 davon haben effektiv nur getroffen und 7 davon haben auch Schaden gemacht. Durchschlagende Treffer waren da jetzt nicht wirklich dabei, da wir hauptsächlich auf die Fronten von schweren Panzern geschossen haben. Und wir haben sogar noch 726 Unterstützungsschaden gemacht, dadurch, dass wir wahrscheinlich jemanden getrackt haben. 37.000 Silber haben wir plus gemacht und durch das Triple an einem Wochenende, wie es aussieht, gab es sogar 5.400 Erfahrungen, die mich dem 10er ein Stückchen näher gebracht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn du ein richtig geiles Replay hast, ob Arty, TD, Heavy, Light, Medium, vollkommen egal, schick's mir einfach zu. Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich immer darauf, mal von euch was Neues zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.